So, und damit herzlich willkommen zurück zu Super Mario Odyssey. Erstmal haben wir so ein Spielchen mit Kettenhündchen gemacht und dafür haben wir ein Kettenhündchen mit dem Kettenhund ins Schwarze. Ja, und damit lässt man auch ein neues Outfit am Start. Der von hinten einfach irgendwie komisch aussieht. Auf jeden Fall ein, ja, bisschen lustiges Outfit. Und ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir mal zur Spitze, wo der Boss war, zurück. Wie konnte ich das nur übersehen? Das ist doch so... Ich frage gar nicht erst nach, wie ich das übersehen konnte. Ich gehe einfach nach oben hier. So. Wirf mit dem knautrockenen Kopf hier umher. Also. Nice. Warte mal, sind denn die Augen von Cappy in dem Knochen trocken? Wie geil. Nice. Geiles Detail, wirklich. Der Pixel. Pixel-Urzeitmensch. Nice. Geh so. Stirb. So, und hier oben. Da drunter ist jetzt das zweite Spielchen, nämlich. So, machen wir das mal. Let's go. Ich mal so. So, easy. Oh, da haben wir auch gleich den nächsten. Und die drei Münzen. Noch drei Münzen, so. Boah, das war knapp. Durch alles frisch gespoilert von Walli Walloch. Schnell hoch hier. Nur weil ich den gesehen habe. Und du nicht. Ja, ich konnte ihn auch nicht sehen, weil ich ja seit dem Boss nicht nochmal hier hochgekommen bin. Stimmt. Wollte ich ja erst machen, als ich hier. Nachdem ich hier ins nächste Gebiet gegangen bin. Ich hab's ja gemacht, nachdem ich hier oben war, die Aufgabe erledigt. Ja. So. Okay, und jetzt? Auf jeden Fall ist da oben noch ein Mond. Du wolltest den Doktor machen. Hm? Den Doktor, den Professor, Entschuldigung. Toad Professor. Ah! Das ist doch okay, Professor. Das ist hier Captain Toad. Captain. Stimmt, ja, das wollte ich ja auch noch machen. Aber dass das hier auf sich hat, habe ich keine Ahnung. Komischer Fels, oder? Macht da gar nichts. Dieser Fels ist ungewöhnlich, aber irgendwie macht er gar nichts. Kann ich den verschieben? Das ist irgendwie merkwürdig. Auf jeden Fall wichtiger ist hier unten der Captain Toad. Hi, was geht? Hallo. Hm? Captain Toad. Mario schön und die schöne Captain Toad Musik aus Mario Galaxy und so weiter. Nice. Ist sogar, glaube ich, sogar. Ja, sogar komplett aus Mario Galaxy. In den anderen war hier. Ja, klang sie anders, aber das ist genau der Original Soundtrack aus Mario Galaxy. Mario, schön dich hier zu treffen. Ja, ich muss es nicht. Captain Toad. Ich bin gerade in der ganzen Welt unterwegs und suche nach Powermonden. Also so wie in Captain Toad Treasure Tracker nach den goldenen Sternen. Hier findet man so viele seltene Fossilien. Ich würde in die Luft springen vor Freude. Aber du verstehst schon. Oh, bei meiner Suche habe ich einen Mond gefunden. Ich schenke ihn dir. Okay. Danke. Guten Morgen, Captain Toad. Okay, danke. Nächstes Land würde ich weiß nächstes besuchen. Was meinst du? Ja, K.A. Hm. Was kann ich jetzt machen? Er war nicht, ne? Was ich nachholen konnte. Ist eigentlich ja das Einzige, was noch fehlen müsste, ist eigentlich das da oben.
Ja, oder? Wie kam, kommt man da was ran, ist die Frage. Doppel müssen wir noch mal später nachholen. Naja, wir haben auch jetzt eh besseres zu tun, dann wir haben hier, wir wollen jetzt zum Hutland. Ah, warte mal. Hier war das Schiff doch vorher. Was ist das da? Das ist ein Mond. Was kann ich das dann machen? Da ist ein Mond drin. Ja, das hätte ich doch denken. Mal mit dem Dino rauf. Das hätte ich mir auch denken können, dass der Mond drin ist, aber hä? Dreh doch mal mit dem Dino rauf. Wir gehen hier hin und treten. Ja, ja, aber das ist doch nicht so simpel. Muss man dafür irgendwas verwenden oder so. Aber der geht doch langsam kaputt. Ah, siehst du? Geht doch. Man muss ihn einfach nur öfters hin und her schießen. Roffels am Wasserfall. Nee, Rollfels am Wasserfall. Und übrigens, was ist auch mit dem Bild? Ich sehe immer noch nichts. Tut sich weiterhin irgendwie gar nichts. Keine Ahnung, was damit ist. K.A. Sag es mal so. Lol. Wow, krass. Okay, geil. So, jetzt aber zurück zum Hutland, dem allerersten Gebiet, dem Tutorial-Gebiet. Nein, Toto, spoil das mir nicht. So. Nein! Was mache ich hier? Ah, ja, da oben ist im Übrigen die Statue. Und die andere. Also das hier. Das habe ich auch schon gekauft. Steht ja alles drin. So, Mario. So, auf ein anderes Land. Ja, los. Let's go. Auf ins Hutland. Jetzt noch einiges zu sammeln. Sehr gespannt, wie das nach dem Tutorial aussieht. Oh, das Poster, hast du es gesehen? Es hing da an der Seite vom Schiff. Da vorne, ja. Da. Hm? Nice. Sieht gut aus. Ja. Schick, schick. Mario. Mario, der Ureinwohner. Mario, das Ureinwohner sieht so komisch aus. Schau dir den an da. Und der mit dem modischen Hut. Modernen Hut. Ja, dreh eben. Ja. Das labert hier die ganze Zeit von hier den ganzen Techniken. So, überspringen. Haben wir es ja oft genug gesehen. Hutland. Let's go. Sehen wir uns hier mal um. Kann man mit einem Frosch hin? Ich glaube, hier waren Frosche, ne? Ja, da vorne. So, gibt mir die Münzen. Wenn es es hier jetzt auch gibt, die Münzen, müsste hier auch bald ein Shop sein. Ja. Logisch. Gibt's denn da oben? Gibt's da nur Münzen oder was? Geil, hat das funktioniert. Ich glaube, ich muss mit Anlauf springen. Wäre besser. Du machst zu viel Licht. Das spiegelt. Glaube ich zumindest. Ich versuche es gleich nochmal.
versuche erstmal hier was anderes hinzukriegen. Ja, guck mal so. Schaut euch mal den Gumba an. Nice. Muss auch mit dem Frosch machen. Nice. Der Humor ist auf jeden Fall am Start immer wieder. Der Gumba sieht so geil aus. So. Mal das Stuff hier her. Und da ist auch schon der Shop. Gleich mal gucken. Nee, ich muss ja erstmal Münzen sammeln. Ja, Stuff hier. Und der Money kriegt nicht dahin. Jetzt zwar die goldenen, aber ja. Ja, nee, da habe ich sogar alles schon gekauft. Außer die Unterhosen. Die kosten ja 1000. Vielleicht kriegst du jetzt auch mal was anderes für den Hut. Ja, wäre auch möglich, aber guck ich später. Weil du im Hutland ja bist. Ja, muss ja nicht sein. Nur ja, weil ich im Hutland bin. Ja nur so ein Vorschlag. Kann ja sein. Ja. Hab auch nichts dagegen gesagt. So, haben wir schon mal 12. Können wir nochmal jeden Ort hier untersuchen? Wir haben eigentlich schon viel hier untersucht, aber da gab es ja nur Münzen. Ja, bedingt nur Münzen. Diese sind ja schon wichtig. So, was kann ich mir jetzt alles tun? Und die 1000 für die Unterhosen habe ich auch fast zusammen. Sag mir her, hast du was Neues dann jetzt so? Oder nur immer noch nur die Unterhosen? Nee. Ein Mond. Schon wieder. Und hier Sonne. Dann holen wir uns erstmal Ditte. So, ein Mond. Schon mal einer. Vielleicht wird das andere ja auch was Neues. So, Shopping in Zylindrien. Zylindrien. So. Habe ich wieder 6 Leben. Nice. Und sag mal her, was du da hast. Oh. Schick, schick. Ich hole erstmal den geilen Anzug hier. Mit den Haaren. Jetzt umziehen. 3 Firmen noch, dann kannst du den schönen Zylinder holen. Das sieht aus wie... Warte. Es liegt mir auf der Zunge. Moderner Ureinwohner. Nein. Warte. Albert Einstein. Guck dir den mal an. Ja? Die Haare und der Anzug, voll Albert Einstein. Geil. Ja komm, den lassen wir auch so. Hier, Albert Einstein, Mario am Start. Nice. Geil. Also von den Haaren her, ne? Später hat er zwar graue, ne? Also wären das graue Haare, dann wäre es noch passender. Aber für mich sieht es auch so aus wie Albert Einstein. Ja. Wirklich. Geil. Ey, was machst du hier? Take that. Lol. Geil. So kommen sie auf die... I believe I can fly. So kommen sie auf... Oh! Ja, kein Wunder. Hier kommt man überall nur als Paragumba ran. Ist ja geil. Oh! Ist ja geil. Können wir das hier komplett anders hier untersuchen? Ist ja geil. Albert Einstein Mario. Ich glaube, so nenne ich auch den Part. Oder? Mario. So nenne ich, den Part. Albert Einstein Mario erforscht das Land. Mal da. So, da ist noch ein Pixel-Katzen-Mario. Kann ich aber irgendwie nicht machen, kann man nur sehen. Wie kann ich das übersehen? Boah, macht das Spaß, das Paragumba. Macht das Spaß. Gibt's da sowas? Nicht? Aber warte mal, dann können wir es ja da mal kurz versuchen. Müssen wir es neben dem Frosch machen.
Ja, hätte Nintendo anders machen müssen, wenn sie es unbedingt wollten, dass es mit Maslow mit dem Frosch macht. Hätte sie es anders machen müssen. Das kann man es auch so. Ja, und da gab es dann tatsächlich diese Münzen. Gehen wir mal kurz da drüben hin. Da ist wieder so eine Kiste. So ein Block. Ist schwer, so ein Block. Hey, was ist das für ein Scheiß? Oh. Hey, was soll das denn dauern? Aber komm mal her hier. So. Mehr hoch. Nein, ich komme nicht mehr hoch. Ich dachte, man kann hochfliegen, aber das geht anscheinend nicht. Oder fliegt er langsam höher? Nee, ne? Nein. Verdammte Axt. Weil hier kannst du hoch. Ja, kann ich landen. Gut. Okay. Dann nicht mal zurück. Drei. Scheiße. Ich wollte ihn umbringen. Der. Entsprechend bedankt, dass er mich mitgenommen hat. Oh Gott. Oh, Fragmente müssen wir sammeln, okay. Netter Hut. Mein Freund, aber ich brauche dich. Okay. Hinter dir. Was? Hinter dir, rechts. Ah, da. Mann! Spring! Ich hab falsch Knopf gedrückt. Verdammte Axt. Verdammte Axt. Ah, ne, da komme ich gleich hoch. So, hier komme ich aber hoch. So. Und so. Und so. So. Und noch die ganzen Münzen. Also nehmen wir die erstmal mit. So. 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 Die Froschmusik ist auch lustig. Die Musik, während man ein Frosch ist. So, fehlt noch einer. Da unten. Erstmal hole ich aber die drei, diese vier Münzen da. Die musst du holen. Die sind wichtig. Lebenswichtig sind die. Na komm jetzt. So, jetzt. Wo? In dem Block, großen Block drinnen. Da, okay. Sogar reingesprungen. Okay. Erstmal sammle ich die München hier. München, geil. Und lebenswichtig. Ja, nicht so lebenswichtig wie die Lieder. Aber trotzdem. Geil. Hier die ganzen Stuff. So. Und wo spawnt er? Ah, da unten. Da können wir schnell hinschwimmen. So. So. Und. Da komm jetzt. So. Mario plötzlich aus dem Frosch rauskommt. Suche im Froschteich. Okay, gut. Und tschüss. Der Albert Einstein Mario verabschiedet sich. Ja, und auch ich von diesem Part. Ja, wenn ihr einen weiteren Part sehen wollt von unserem Freund hier, Albert Einstein Mario, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein, hier bei Mario Odyssey. Ja, ich und Albert Einstein werden uns freuen, euch wiederzusehen. Ciao.